Einmal Pommes braun-weiß, bitte. Pommes braun-weiß aus der kleinen Pause hier in der Wohlwillstraße. Vieles passiert in der vergangenen Woche. Gerichtsurteil, DFB-Sportgericht, Bundesgericht in Frankfurt, dann das Topspiel in Düsseldorf mit dem 0:0, mit einer gelb-roten Karte und der Spuckattacke von Carlos Zambrano. Deswegen auch sofort in die Vollen mit folgenden Fragen. Ja, welche Fragen wirft Düsseldorf auf? Bleibt Marius Ebbers und geht Anton Nachreiner? Die drei Antworten plus gleich noch ein paar Fragen, ein paar kleinere Antworten. Und die Fritte der Woche, jetzt bei Pommes Pommes. Halb voll oder halb leer, wie ist das Ganze jetzt zu bewerten? Welche Schuld trägt André Schubert am Platzverweis von gegen Carlos Zambrano? Und wie geht es jetzt weiter? Wie sind die Chancen im Aufstiegsrennen für den FC St. Pauli? Erstmal halb voll oder halb leer. Es gab natürlich dann wieder die Stimmen, wieder kein Tor geschossen, kaum Torchancen herausgespielt. Es nicht geschafft, im Topspiel an Düsseldorf vorbeizuziehen, auf den dritten Platz zu kommen in der Tabelle. Aber ich sehe das Ganze ein bisschen anders. Für mich war das ein absolut positives Zeichen, dieses Spiel. Ein hochklassiges Zweitligaspiel, eine der besten Saisonleistungen des FC St. Pauli überhaupt. Diesmal lag es nicht daran, dass man sich zu schlecht bewegt hat in der Offensive, dass man zu schlecht den Torabschluss gesucht hat, dass es dann am Ende kein Tor gab. Nein, es waren zwei herausragend verteidigende Mannschaften da auf dem Feld, 50.000 Zuschauer fast, ein absolut würdiger Rahmen, Vollgasfußball. Es gab eigentlich keine richtige Pause in diesem Spiel, mit Ausnahme der 15 Minuten Unterbrechung in der Halbzeit. Eine immense hohe Schlagzahl, hat riesen Spaß gemacht und mein Kollege Bastian Henrichs, der saß neben mir und sagte irgendwann so in der 65. Minute, schade, dass dieses Spiel nicht in die Verlängerung gehen kann. Dem schließe ich mir an, muss ihn aber auch ein bisschen widerlegen, denn es gibt eine Verlängerung natürlich jetzt im Fernduell. 2 Punkte beträgt der Abstand zur Fortuna nach dem 0:0 weiterhin. Und es ist ein absolut faires Fernduell. Es könnte eigentlich fairer gar nicht sein. Vor ein paar Wochen hatten wir Christoph Schubert hier, den Kapitän der Hamburg Freezers. Der sagte, ja, am Saisonende so ein bisschen Playoffs oder zumindest noch ein Endspiel. Das wäre doch, hätte doch einen gewissen Reiz. Ich habe gesagt, nein, jetzt haben wir das aber dann doch, zumindest indirekt. Denn 5 der letzten 6 Gegner sind gleich. Das ist ein kurioser Sachverhalt. Sowohl Düsseldorf als auch St. Pauli müssen noch spielen gegen FSV Frankfurt, gegen Greuther Fürth, gegen Union Berlin, Dynamo Dresden und Hansa Rostock. Nur am letzten Spieltag, da hat man dann 2 unterschiedliche Gegner. Die Düsseldorfer spielen zu Hause gegen Duisburg und St. Pauli gegen Paderborn. Ja, bleibt zu hoffen, dass das noch möglichst lange spannend bleibt. Das war alles dann am Ende nur eine Randnotiz. Sowohl das 0:0 als auch jetzt der Blick nach vorne. Alles redete und redet auch immer noch über die Spuckattacke von Carlos Zambrano. Der hatte gelb-rot gesehen. Zuvor kümmern wir uns erstmal vielleicht darum. Es gab einige Leute, die danach gesagt haben, André Schubert, der Trainer, hat Schuld an diesem Platzverweis. Peter Neururer war, glaube ich, der Erste im Fernsehen bei Sport 1. So habe ich mir erzählen lassen. Ich sehe das ein bisschen anders. Natürlich hätte man ihn runterholen können, aber dann muss man das, glaube ich, in jedem Spiel tun, denn Carlos Zambrano wandert eigentlich in fast jeder Partie am Rande des Platzverweises und hat es immer noch hinbekommen. Was mich verwundert hat, ich habe dann mal in die Statistik geschaut, der ist noch kein einziges Mal im deutschen Profifußball vom Platz geflogen, hat einige Spiele absolviert für Schalke 04, für den FC St. Pauli. Den Platzverweis gab es noch nie, den gab es nur in der Nationalmannschaft. Das war eine heftige rote Karte im Länderspiel gegen Panama mit Peru. Da ist er glatt mit Rot runtergegangen. Also insofern kein Vorwurf an André Schubert. Bislang war das immer gut gegangen mit Carlos, mit einer gelben Karte. Und in dem Spiel, muss man auch sagen, war so viel Tempo, so viel Geschwindigkeit, dass Zambrano da auch der Defensive sehr geholfen hat mit einer starken Leistung bis dahin und auch gut getan hat. Also kein Vorwurf an André Schubert von mir. Die Spuckattacke danach, wer es nicht gesehen hat, ich weiß nicht, Axel, ob du da nochmal was einblenden kannst. Das ist eine rechte Frage, wahrscheinlich eher nicht. Auf das Glatteis will er sich, glaube ich, nicht begeben. Ne, will er nicht. Dann will ich es euch erzählen. Gelb-Rot von Schiedsrichter Wolfgang Stark. Zambrano geht runter, kriegt noch links und rechts ein paar Sprüche von Düsseldorfer Spielern und spuckt dann Sascha Rösler aufs Trikot beim Abgang. War im TV klar zu sehen. Der DFB-Kontrollausschuss hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Carlos Zambrano hat Stellung genommen. Und der Verein hat natürlich jetzt schon alle Hebel in Bewegung gesetzt, um da strafmildernd wirken zu können.
Zambrano hat sich entschuldigt, am Abend noch beim Spieler Rösler, am nächsten Tag bei den Zuschauern im Stadion, bei den Fans, bei der Mannschaft, ja, eigentlich bei jedem so ungefähr, hat sich als reuiger Sünder gezeigt. Der Verein selber wird nochmal einen Brief auch an Sascha Rösler schreiben. Helfen wird das, glaube ich, alles nichts. Was sich strafmildernd auswirken könnte, sind die Provokationen, die es vorher gegeben hat. In Richtung Zambrano. Rösler hatte da auch einen Platzverweis gefordert, hatte dafür auch zu Recht vom sehr guten Schiedsrichter Wolfgang Stark die gelbe Karte gesehen. Das könnte vielleicht dann noch dafür sorgen, dass es nicht 4 oder 5 Spiele werden, Sperre werden, sondern dann am Ende nur 3. Aber da sind wir dann auch, denke ich, in der nächsten Woche alle schlauer. In der letzten Woche hatte ich mich mit der Zukunft von Carlos Zambrano beschäftigt, hatte berichtet, dass es da die Option gäbe für den FC St. Pauli, im Raum stehende 1,5 Millionen, sich die Transferrechte zu sichern oder zumindest einen Teil an Carlos Zambrano. Diese Option wurde jetzt fristgerecht gezogen, noch zum 31.03. St. Pauli will Geld verdienen, denn dass Zambrano bleibt, auch bei einem Aufstieg, ja, daran glaubt im Verein eigentlich niemand mehr. Man will noch ein bisschen Geld damit verdienen, eine schöne Ablösesumme erzielen. Also, letzte Woche thematisiert. Dann direkt der Vollzug gekommen vom Verein. Das probieren wir jetzt nochmal und kümmern uns um Marius Ebbers. Der war sich eigentlich einig mit dem Verein, grundsätzlich, so sagt er zumindest. Musste dann nochmal zu Gesprächen. Das war vor 2 Wochen etwa, wurde Ebbers nochmal vorstellig bei Sportchef Helmut Schulte. Vollzogen ist immer noch nichts. Ich erwarte das aber für die kommende Woche. Und worum geht's? Ja, es geht darum, dass der Verein nicht einfach grundsätzlich nochmal 2 Jahre mit Ebbe verlängern möchte. Er hat ein Angebot abgegeben. Sportchef Helmut Schulte bietet ihm einen stark leistungsbezogenen Vertrag an. Ich kenne nicht die genauen Zahlen, aber es wird sehr viel damit zusammenhängen, wie viel Marius Ebbers denn spielen wird. Denn St. Pauli will einen neuen Stürmer Nummer 1 verpflichten für die kommende Saison, unabhängig von Bundesliga und Zweite Liga. Und ich halte das auch für absolut ratsam. Das hat diese Serie auch gezeigt. Dass Marius Ebbers den Hamburgern weiterhelfen kann, hat er jetzt auch zuletzt in Düsseldorf bewiesen. Für mich ein sehr gutes oder zumindest ein gutes Spiel gemacht. Ein bisschen Pech gehabt bei seinem Tor, knapp im Abseits gestanden. Aber wenn Ebbe über einen längeren Zeitraum fit ist, dann kann er dieser Mannschaft sicherlich noch weiterhelfen. Aber da ist genau das Problem. In dieser Saison oft durch Verletzungen aufgefallen. Ist auch nicht jünger geworden, wird auch noch ein Jahr älter sein dann in der kommenden Serie und ja, wird sich dann mit der Rolle des Jokers anfreunden müssen oder eben nicht. Dann wird es aber vielleicht auch keinen neuen Vertrag geben. Ich gehe trotzdem davon aus, dass Ebbers bleibt und in der nächsten Woche alles in trockenen Tüchern ist. Ja, wer ist das denn, mag jetzt der ein oder andere fragen. Anton Nachreiner ist seit, ich glaube, 2007 Vorsitzender des DFB-Kontrollausschusses und ich war am Donnerstag in Frankfurt bei der Berufungsverhandlung Kassenrollenwurf vor dem DFB-Bundesgericht in Frankfurt am Main. Ja, ich drösel das noch mal ganz kurz auf für die, die immer noch nicht wissen, worum es geht. Kassenrollenwurf, das war beim Spiel gegen Eintracht Frankfurt, Heimspiel im Dezember 2011. Da hatte ein Fan von der Südtribüne eine Kassenbonrolle geworfen, so wie das in, weiß nicht, 10, 20 Stadien jedes Wochenende in Deutschland passiert. Die rollen sich dann ab, kommen als Luftschlange runter, Konfetti werfen, was alles so dazugehört. Ihr kennt das sicherlich. Die hatte sich aber nicht abgerollt. Er hat die auch zum ersten Mal geworfen, ist dadurch weitergeflogen auf den Platz, hat den Frankfurter Mannschaftskapitän Pirmin Schwegler am Kopf getroffen. Der sank zu Boden, hatte keine Verletzung, es konnte weitergespielt werden. Dennoch wurde der FC St. Pauli oder sollte hart bestraft werden. Nachreiner, da haben wir ihn, hatte beantragt, sämtliche Stehplätze am Millerntor exklusive des Gästeblocks sperren zu lassen. Gab es eine Verhandlung vor dem DFB-Sportgericht. Der Richter Lorenz hatte das erkannt, dass dieser Fall anders bewertet werden müsse als andere, als die Feuerzeuge, Münzen, Bierbecher, was sonst so alles geworfen wird in Stadien, weil eben kein Vorsatz vorlag, weil keine Absicht vorlag. Hat aber trotzdem es bei einem Teilausschluss belassen. Die sind zwar gemildert auf dann die Stehränge Nord- und Südtribüne. St. Pauli ist daraufhin in Berufung gegangen und hat jetzt mehr oder weniger Recht bekommen. Zumindest dürfen alle Zuschauer ins Stadion.
Es gibt aber eine Geldstrafe und die ist recht ordentlich mit 50.000 Euro dotiert. Müsste man eigentlich auch mal hinterfragen, ob das dann so richtig ist, wenn man zu dieser Konsequenz oder ja, dazu kommt, dass dieser Fan das nicht absichtlich gemacht hat, sondern dass es tatsächlich ein Versehen war. Gut, das wollen wir mal nicht bewerten. Interessant ist aber, dass der Kollege Nachreiner dann in seinem Plädoyer am Donnerstag erstens gesagt hat, dass er ursprünglich ein Geisterspiel verhängen wollte als Strafe gegen den FC St. Pauli wegen des langen Vorstrafenregisters mit Bierbecherwürfen, Schneeballwurf und ja, was sonst alles so am Millerntor geflogen ist. Das ist insofern überraschend, weil er selber auch sagte, dass er dem Zeugen, dem Werfer, keine Absicht unterstellt. Passt irgendwie nicht zusammen und er sagte dann auch noch in Richtung des Werfers, der auch wieder mit da war, vor dem Bundesgericht und eine Aussage getätigt hatte, wieso haben Sie denn nicht nach links geworfen oder nach rechts geworfen? Wieso haben Sie in Richtung Strafraum geworfen? Sonst wäre doch gar nichts passiert. Und wenn ich in die Luft nach oben werfen will, ja, dann werfe ich doch auch nach oben in die Luft. Ja, Herr Nachreiner, noch nicht so oft im Stadion gewesen vielleicht. Also es wäre verwunderlich, wenn bei den Spielen am Wochenende die Luftschlangen auf einmal nach links oder nach rechts und nicht in Richtung Tribüne. Spielfeld fallen. Gut, lassen wir das mal so stehen, kann sich jeder seine Meinung drüber bilden. Interessant war dann aber, dass er denn in seinem Plädoyer nochmal sagte, wir müssen pauschalisieren. Wir können uns gar nicht jeden einzelnen Fall anschauen, individuell bewerten, sondern wir müssen als Kontrollausschuss pauschalieren, sonst kommen wir unserer Arbeit nicht mehr nach. Und sonst können wir, Zitat, den Krieg gegen die Dinge, die da in Stadien passieren, jedes Wochenende aufgeben. Ist ein Armutszeugnis, geht überhaupt nicht. Der Vorsitzende Richter Götz Eilers ist in seinem Urteilsspruch auch nochmal darauf eingegangen und hat gesagt, dass man sehr wohl differenzieren werde bei der Urteilssprechung. Es zeigt aber, also für mich war das auch so ein Hilferuf, das zeigt, dass man sich da zusammensetzen muss. Es gab ja auch in der letzten Woche die Aussage seitens des DFB, dass man keinen Teilausschluss gegen Gästefans mehr verhängen wird, weil man in der Praxis gesehen hat, dass das ja, nicht zielführend ist. Spiel Union gegen Frankfurt, da kamen die Gästefans trotz verhängter Aussperrung dann trotzdem ins Stadion. Also man muss sich im Sommer zusammensetzen, gemeinsam mit den Vereinen, bitte, gemeinsam vielleicht auch mit den Fans. Und was ich auch fordere und was mir fehlt, ist auch ein Strafenkatalog. Es gibt überhaupt kein einheitliches Strafmaß, für welches Vergehen welche Sanktion erfolgt. Also, DFB, Geld hat er genug, dann sollte er auch eine vernünftige Gerichtsbarkeit dahin kriegen, die nicht überlastet ist, sondern die differenziert und individuell jeden Fall einzeln und fair bewerten kann. Hausaufgaben machen, im Sommer ist genug Zeit. So viele Themen, wie es in dieser Woche gab, und nochmal ganz kurz, Aussperrung Gästefans, Hansa Rostock hier, ich habe es heute nicht unterbringen können, Axel hätte mich sonst hier vom Hocker getreten, machen wir nächste Woche, sage ich nächste Woche was dazu, aber so viele Themen es gab, so viele Kandidaten gab es auch für die Fritte der Woche, da hatte ich eigentlich gedacht, ich nehme den Medienvogel von Fortuna Düsseldorf, der auf einer Pressekonferenz saß und fragte, ob es noch Mordmeldungen gegen André Schubert gebe, vielleicht auch im Zuge der gelb-roten Karte Zambrano, keine Ahnung, weiß ich nicht. Dann Anton Nachreiner, gut, den haben wir jetzt abgearbeitet, abgefrühstückt. Und dann bleibt noch der sehr kluge Richter vom Donnerstag, Götz Eilers, DFB-Bundesgericht. Der kriegt in dieser Woche die Fritte der Woche, denn der wollte ganz viel wissen vom Kassenbon-Rollenwerfer. Wollte wissen, ob er Geschwister hat, seine schulische Bildung, was er in Zukunft vorhat, wo er gearbeitet hat, tausend Sachen. Und dann, als der sagte, dass er so ein paar Nebenjobs momentan mache, weil er im Wintersemester dann gerne studieren möchte, ja, da ging es dann, glaube ich, so in Richtung Hermes Paketservice oder sowas, denn er wollte wissen, wie nahe er UPS stünde. Und es gab ein paar fragende Blicke im Rund und ja, dann wurde irgendwie doch klar, dass er vielleicht nicht UPS meinte, sondern dann doch USP, Ultra St. Pauli. Also mit UPS hat der Werfer nichts zu tun, genauso wenig wie mit USP. Und dann wurden nochmal die Fernsehbilder eingespielt von dem Wurf und dann sah man den Capo auf dem Zaun sitzen mit, oder den Vorsänger, wie auch immer man das bezeichnen möchte.
mit dem Megafon und da fragte dann der Richter tatsächlich, ja, wir haben das jetzt gesehen, aber was macht dieser Herr mit dem Megafon da oben auf dem Zaun? Lieber Herr Eilers, kluges Urteil, Sie haben es genauso gesehen wie der Kollege Lorenz vor dem Sportgericht, haben dann aber auch konsequent Urteil gesprochen und Recht gesprochen. Dafür ein großes Lob, aber wer fragt, was der Mann mit dem Megafon auf dem Zaun macht und wie nah der Werfer UPS steht, der ist dann doch vielleicht ein bisschen zu weit entfernt von der Realität und vom aktuellen Fußball. Wir sehen uns wieder in der nächsten Woche, dann ohne Axel. Axel geht surfen, Frankreich, Spanien, auch nicht schlecht. Wir bleiben hier, verfolgen den FC St. Pauli weiter, das Fernduell, nächste Woche geht's weiter. Bis dahin, ciao.